Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Monat ist zwar fast schon wieder vorbei, aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch trotzdem mal meine Neuzugänge aus dem Mai. Ja, ich weiß, wie gesagt, der Juli ist schon fast vorbei und ich zeige euch meine Mai-Neuzugänge, aber ich weiß, dass ihr diese Neuzugänge-Videos immer sehr, sehr gerne mögt und deswegen habe ich mir gedacht, ist es egal. Ich hoffe, ich habe wirklich alle Bücher jetzt hier, die ich wirklich dann auch in dem Monat bekommen habe. Es sind sehr viele, weswegen ich schon denke, dass es alle sind. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Bücher. Ich denke nicht, dass da noch mehr waren. Kann natürlich sein. Beziehungsweise es sind noch viel, viel mehr als 16 Bücher, fällt mir gerade ein. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mal an und ich rede nicht lange drum herum, weil sonst wird das Video ewig lange. Als allererstes habe ich etwas gemacht, was ich sonst eigentlich so gut wie nie mache. Und zwar habe ich mir eine, oh mein Gott, meine Bücher fallen, komplette Reihe gekauft. Ich zeige euch jetzt gleich auch, um welche Reihe es geht. Ich hole sie jetzt einfach mal nur teilweise raus. Und zwar geht es um die Rush of Love Reihe. Ich habe Band 1 vor Ewigkeiten mal gelesen und habe aber irgendwie nie weitergemacht mit der Reihe. Und vor kurzem habe ich mir das Hörbuch dann geholt und habe Band 1 nochmal neu gehört und ich hatte dann Band 2 noch hier und habe den direkt weitergelesen und dann habe ich mir so gedacht, du hast aber die anderen Bände nicht und ich möchte sie schon super gerne lesen, weil das sind einfach so locker leichte Geschichten, Bücher, die manchmal sogar unter 300 Seiten haben, also es geht alles super, super schnell und deswegen habe ich mir die komplette Reihe geholt. Ich habe die nicht neu gekauft, ich habe die auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Das ist übrigens ein kleiner Geheimtipp von mir. Bei eBay Kleinanzeigen kann man wirklich viele, viele Bücher ergattern für richtige Schnäppchenpreise. Mittlerweile gucke ich da ganz oft und die Bücher sehen auch aus wie neu. Also die Bücher, die ich dort bis jetzt gekauft habe, die habe ich manchmal für unter die Hälfte bekommen, was sie neu kosten würden. Und die sehen wirklich aus wie neu, keine vergilbten Seiten oder sonstiges. Also es ist so ein kleiner Geheimtipp von mir, habe ich total für mich entdeckt. Und ja, wie gesagt, die Rush of Love-Reihe, ich glaube, ich habe die knapp für 22 Euro gekauft, die komplette Reihe, wo normalerweise ein Buch, ich glaube, 9 oder 10 Euro kostet. Deswegen denke ich, ist das schon ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit den anderen Büchern auf jeden Fall. Ja, habe ich die ganze Reihe geholt, was schon eigentlich genug Bücher sind. Dann habe ich mir geholt City of Elements, Band 2. Wenn ihr meinen Lesemonat gesehen habt, habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass ich Band 1 wirklich, wirklich gut fand und ich musste mir direkt Band 2 holen. Ich finde die Bücher nebenbei bemerkt wunderschön. Zum Inhalt kann ich euch jetzt leider nichts sagen, weil wie gesagt, zweiter Band, ich würde euch spoilern, das möchte ich nicht. Aber ja, er ist bei mir eingezogen. Ich werde ihn aber noch nicht lesen. Dazu, ich glaube, ich habe das sogar schon in meinem Lesemonat gesagt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich es nicht lesen werde. Erstmal, ich warte, bis Band 3 erschienen ist und vielleicht lese ich es dann oder vielleicht warte ich auch noch auf Band 4. Ich weiß es nicht, aber ich wollte es auf jeden Fall mir schon mal kaufen und hier haben, damit ich dann, ich glaube, das ist so eine Reihe, die lese ich lieber in einem durch. Band 1 hatte zwar keinen fiesen Cliffhanger, also der war schon so, dass man sich so denkt, ach, ich möchte weiterlesen, aber es war jetzt nicht so ein Cliffhanger wie, keine Ahnung, irgendwer stirbt oder was weiß ich. So fies war der nicht, deswegen, ja, werde ich erstmal da noch nicht weiterlesen. Dann habe ich mir gekauft Forever Free von Kara Atkin. Aus dem Lux Verlag natürlich. Das Buch ist signiert. Es gab da eine Aktion, wo man die kaufen konnte. Ihr fragt mich auch ganz oft, wo ich immer die signierten Bücher kaufe. Also da habe ich jetzt keine spezielle Seite für. Ihr könnt da einfach mal, ich würde einfach euch vorschlagen, folgt euren Lieblingsverlagen auf Instagram zum Beispiel Lux Verlag. Und die kündigen sowas immer an. Also wenn es Signieraktionen gibt oder wenn ihr signierte Exemplare kaufen könnt. Das wird immer von den Verlagen eigentlich angekündigt oder halt von den Autoren. Ja, also das war auch wieder so eine Aktion vom Lux Verlag und einer Buchhandlung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welche es war. Auf jeden Fall habe ich mir da das Buch gekauft. Und ja, das ist, denke ich mal, eine schöne Sommergeschichte. Ich habe zwar schon viele Meinungen gehört, die nicht ganz so gut sind, aber ja, kann man nichts machen. Es ist halt so eine typische New Adult-Geschichte. Unser Mädel trifft hier auf einen geheimnisvollen Kerl, fühlt sich magisch von ihm angezogen und so weiter und so fort. Geschichten, die ich halt gerne mag. Und ich muss sagen, ich finde das Cover so schön. Oh, wenn ich das Cover sehe, möchte ich immer in Urlaub irgendwie. Ja, gut.
Dann ist bei mir eine Reihe eingezogen, die ich sogar schon für euch rezensiert habe, also dürftet ihr die schon von mir kennen, nämlich Rebel Soul und Rebel Heart. Rebel Heart habe ich vom Verlag bekommen, vielen lieben Dank dafür. Wie gesagt, ich werde zu den Büchern jetzt nicht viel sagen, weil ich da gestern, vorgestern, vorvorgestern, irgendwann die letzten Tage eine Reihenrezension zu hochgeladen habe. Ist eine super schöne New Adult Reihe. Die Bücher sind ziemlich dünn, kann man schnell durchlesen. Ich glaube, ich habe für ein Buch einen Tag gebraucht, also wirklich. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass mir die Geschichte so gut gefallen hat, aber eine richtig tolle New Adult Geschichte kann ich euch sehr ans Herz legen. Dann eines meiner absoluten Bücher-Highlights aus dem Mai. Tada! Ja, Isara, Verbrannte Erde von Julia Dippel. Ich liebe, liebe, liebe Isara über alles. Band 3, das Ende war so grausam und hat mich so zerstört. Ich habe wirklich so sehr geweint und alle meine Leute, die es mitbekommen haben, die haben mich einfach nur gefragt, was los mit mir ist, was passiert ist. Ich glaube, die dachten alle echt, irgendwer ist gestorben. Ja. Es war ganz schrecklich und deswegen freue ich mich jetzt so auf Band 4. Ich habe ihn noch nicht gelesen wegen, ja, so persönlichen Dingen, Prüfungen und so weiter und so fort. Ich will mich auf so ein Buch richtig einlassen, aber das Buch ist wunderschön. Es ist hier so eine Illustration drin von der Autorin. Und hinten ist auch noch eine, die zeige ich euch aber nicht, weil die spoilert. Und ja, ich habe sie mir zwar schon angeguckt, aber trotzdem, ich möchte ja nicht noch andere spoilern, nur weil ich so, ja, lebensmüde bin. Dann haben wir More Than This von April Dawson. Ebenfalls ein Buch, was ich schon für euch rezensiert habe. Ich habe das Buch vom Verlag bekommen. Vielen Dank auch hier an dieser Stelle dafür. Und ja, genau. Dieses Buch habe ich euch rezensiert. Hat mir gut gefallen. War zwar für mich nicht der beste Teil der Reihe, aber hat mir trotzdem gut gefallen. Das ist auch eine New Adult Reihe. Und ja, ich kann sie im Großen und Ganzen allen empfehlen. Ist eine schöne Reihe. Für zwischendurch kann man die Bücher super lesen. Die Autorin hat einen richtig angenehm flüssigen Schreibstil. Und ich mag die Charaktere. Und ja, das More Than This, das ist Band 3 der Reihe und der Abschluss der Reihe. Der Fluch des dunklen Prinzen von B.E. Pfeiffer aus dem Sternsand Verlag. Aus dem Sternsand Verlag habe ich tatsächlich schon was. Ich finde, die haben echt viele Bücher, die sich super gut anhören. Und das finde ich auch, hört sich richtig gut an. Ich kann euch ja mal ganz schnell den Klappentext durchlesen. Für Prinz Liam bedeuten Gefühle Schwäche. Daher holt er sich nur Mägde ins Bett, die ihm schnell das Vergnügen bieten können. Er ist der dunkle Prinz, der Zweitgeborene, auf dem ein grausamer Fluch lastet, denn sein Schicksal soll es sein, das Land zu verwüsten, um den Thron zu erringen. Die Untertanen fürchten ihn und seine mächtige Magie. Keine gute Voraussetzung, um König zu werden. Liam sucht daher nach einer Möglichkeit, den Fluch zu umgehen und dennoch die Krone für sich zu gewinnen. Doch dabei muss er gegen seinen Bruder bestehen. Als eines Tages Prinzessin Celeste aus dem verbündeten Königreich an den Hof kommt, gipfelt der brüderliche Wettstreit darin, dass die beide um die Gunst der Prinzessin buhlen. Nur besitzt diese eine Waffe, gegen die selbst ein dunkler Prinz nicht gefeit ist. Liebe. Ja, das soll, ich habe mir Rezensionen durchgelesen, das soll wohl so in die Romance-Schiene gehen mit zwei Prinzen. Das soll auch aus der Sicht der Prinzen, glaube ich, nur spielen. Tatsächlich nicht aus ihrer Sicht, sondern nur, ich glaube, aus der Sicht von dem Liam, hieß er. Ja, ich mag sowas. Ich mag ja auch so Dreiecksgeschichten, wenn sie gut geschrieben sind. Ich freue mich sehr auf das Buch und ich finde, es sieht echt gut aus. Also, mal ein Buch auf meinem Kanal, was noch nicht jeder gesehen hat. Dann ist bei mir eingezogen Vortex. Erstmal, ist der Buchrücken geil oder ist der geil? Ich finde den so geil. Ja, das Buch ist wahrscheinlich mal was etwas anderes für mich. Ich glaube, es geht so Richtung Dystopie. Aber ich finde auch, dieses Buch klingt richtig, richtig gut. Ja, ich finde, es sieht auch richtig toll aus. Ich muss sagen, die Esther hat mich da ein bisschen angefixt. Ja. Aber ich finde, das klingt einfach geil und vielleicht kann mich das ja auch beeindrucken, obwohl es so dystopienmäßig klingt. Also, der Tag, an dem der erste Vortex über unsere Welt zog, veränderte alles. Er veränderte unsere Länder, unsere Meere und er veränderte uns. Seine Energien weckten Kräfte, die es nicht geben sollte. Kräfte des Feuers, der Erde, der Luft und des Wassers. Unsere Welt ist heute eine andere, doch die Vortexe sind geblieben. Ich lernte, in ihren Wirbeln zu laufen. Ich lernte, ihre Kräfte zu meinen Kräften zu machen. Doch ich wusste nicht, welche Macht ich dadurch entfachen würde, bis ich ihn traf und meine Welt endgültig aus den Fugen geriet. Ah, es klingt so gut, es klingt so gut. Ja, es klingt richtig, richtig gut und deswegen musste es einziehen. Was für eine Begründung, aber echt. Dann ist bei mir eingezogen Bittersweet.
always. Ich glaube, das ist sogar schon einen Monat vorher bei mir eingezogen. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Ja, ich liebe diese Reihe. Ich liebe dieses Buch abgöttisch. Ich habe die Reihe schon gelesen. Das Buch ist ein 5-Sterne-Buch, eine New Adult-Reihe, die meiner Meinung nach viel zu underhyped ist. Diese Reihe sollte so hoch gehypt sein, weil ich sie so unglaublich finde. Und ich liebe sie, ich kann sie euch allen ans Herz legen. Es ist eine tolle Reihe, wo jeder Band etwas Besonderes mit sich bringt und einen wieder auf eine neue Art und Weise überraschen und verzaubern kann. Und ich kann es euch absolut empfehlen. Dann ist bei mir eingezogen All of Me, habe ich tatsächlich auch schon gelesen. Und zwar geht es um Shaw und ich weiß nicht, wie sie heißt, ich glaube Willow. Ja, genau, um Shaw und Willow. Und ja, Shaw ist der Sohn des, ich glaube, amtierenden Bürgermeisters. Ja, nur das Problem ist, dieser darf sich jetzt nicht zu Schaden kommen lassen. Also, und deswegen engagiert er eine Frau, damit er bei der Presse so ein bisschen besser dasteht. Und diese Frau ist Willow. Ja, das ist zwischen den beiden ganz schön kribbelt. Damit haben sie irgendwie beide nicht so wirklich mitgerechnet. Und ja, ist auf jeden Fall eine super süße Geschichte. Ich muss sagen, mir hat es in der zweiten Hälfte schon besser gefallen als in der ersten Hälfte. Ich fand es zwar gut, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, wow, haut mich vom Hocker. Ich würde aber schon gerne weiterlesen, obwohl ich erst gesagt habe, ich würde nicht weiterlesen. Jetzt möchte ich doch weiterlesen, also ihr merkt schon, ich bin in einem richtigen Zwiespalt. Aber gut, ja, hat mir auf jeden Fall gut gefallen und ich möchte weiterlesen. Dann ist bei mir eingezogen We Is For Virgin von Kelly Oren. Das Buch habe ich auch vom Verlag bekommen. Dankeschön. Und ja, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die Cinder und Ella noch nicht gelesen haben. Das ist auch von dieser Autorin hier. Und ja, hier geht es um Valerie und Valerie wird von ihrem Freund verlassen, weil sie nicht mit ihm schlafen möchte. Ich glaube, sie möchte damit bis zur Ehe warten. Und ja, diese Geschichte geht dann auf YouTube viral, genau. Und sie wird dann landesweit unter dem Namen Virgin Well bekannt. Ja, das Chaos ist dann komplett und dann trifft sie aber auf den Rockstar Kyle Hamilton. Und er hat es sich halt zum persönlichen Ziel gesetzt, keine Ahnung, ihr das Leben schwer zu machen, sie zu verführen und sonst was. Und ja, ich denke mal, die beiden geraten ziemlich in Herzklopfen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dieses Buch tatsächlich morgen anfangen zu lesen. Wenn ihr das Video seht, dann habe ich wahrscheinlich schon angefangen. Ich habe schon mal reingelesen. Ich glaube, das erste Kapitel habe ich gelesen. Das gefiel mir vom Schreibstil her echt gut. Es war sehr, sehr locker geschrieben. Das mag ich immer. Dieses Buch stand aber ziemlich, also was heißt ziemlich in der Kritik, aber es wurde, es gab schon viel hin und her. Die einen fanden es richtig gut, die anderen haben das Buch zerrissen. Also ich bin echt gespannt, wie meine Meinung dazu sein wird. Und ich liebe so Bücher, wo wirklich das so ganz krass ist zwischen die einen hassen es, die anderen lieben es. Das gibt es zwar bei jedem Buch, aber bei manchen Büchern ist das wirklich so, dass du nicht weißt, wo liegt jetzt die Mehrheit. Und so habe ich es auch bei dem Buch empfunden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die negativen Rezensionen nicht so genau durchgelesen. Also ich weiß nicht, warum es so kritisiert wird, aber ich möchte mir hier meine eigene Meinung bilden und freue mich wirklich sehr. Wie gesagt, mein erstes Buch von Kelly Oren, vielleicht gehe ich dadurch natürlich auch mit ganz anderen Erwartungen ran als Leute, die Cinder und Ella gelesen haben und die Messlatte schon so hoch gesetzt ist, weil das Buch ja auch sehr, sehr gut sein soll. Dann habe ich gekauft Into the Fire von J.R. Ward. Ich habe von der Autorin tatsächlich noch nichts gelesen. Ich habe schon so viel von ihr hier. Ich habe, glaube ich, Bourbon Kings. Ist Bourbon Kings von ihr? Ich glaube schon. Bourbon Kings von ihr hier. Ich habe noch irgendwas von ihr hier. Ist nicht Black Dagger oder sowas von ihr? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe ein paar Bücher von ihr hier. Aber dieses Buch klang einfach so gut. Es geht hier um Anne und sie ist halt so eine Firefighterin, also Feuerwehrfrau, denke ich mal. Feuerwehrfrau, wie sich das anhört. Man sagt immer Feuerwehrmann. Feuerwehrfrau ist so, weiß ich nicht, es klingt irgendwie so falsch, obwohl es eigentlich richtig ist. Ja, und bei einem Einsatz kommt sie dann fast ums Leben. Und ich glaube, danach geht sie dann sie kommt fast ums Leben und ein sexy Bad Boy, auch von einem Fire Department,
rettet ihr das Leben und ich glaube, danach kehrt sie dann nicht zurück. Sie ist nämlich auch sehr verletzt und ja, sie hat aber ein Ziel. Sie möchte nämlich den Brandstifter dieses Feuers finden und ich habe schon richtig viele gute Meinungen zu dem Buch gehört. Ich muss sagen, das Einzige, was mir aufgefallen ist, was ich eigentlich wirklich nicht gerne mag, aber ich habe drüber hinweggesehen, ist, dass das Buch in der dritten Person geschrieben ist. Das mag ich bei New Adult Büchern nicht so gerne. Aber ich habe auch schon die Reihe von Jennifer Armstrong gelesen, dieses Golden Dynasty. Da hat es mich irgendwann gar nicht mehr gestört. Das ist ein ziemlich dickes Buch, muss ich sagen. Ja, genau, Bourbon Kings ist auch von ihr. Ja. Wie viele Seiten hat dieses Buch, mein Gott? 450, okay, das ist noch okay. Auf jeden Fall, soll ich sagen... Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe viel Gutes gehört und ich freue mich sehr auf dieses Buch. Wie eigentlich auch alle meine neuen Bücher. Dann ist bei mir eingezogen Pretty Venom von Ella Fields ebenfalls. Das ist Band 3 der Reihe. Habe ich auch schon gelesen, auch geliebt. Wie gesagt, ich glaube, ich werde demnächst mal eine Reihenvorstellung dazu machen. Ich liebe diese Bücher einfach und ich finde, viel, viel mehr Leute sollten sie lesen. Also wenn ihr mal eine New Adult Reihe sucht, die auch noch nicht so jeder gehypt hat, ich finde wirklich, ganz wenige Leute haben diese Bücher wirklich gehypt. Also... Die Leute, die ich jetzt so verfolge auf Insta oder sonst wo. Ich finde diese Bücher, die sind einfach so toll. Ich finde sie unglaublich und ich möchte, dass jeder sie liest. Sonst habe ich keine Wünsche, nein. Dann ist bei mir eingezogen natürlich Truly von Ava Reed. Dazu gab es natürlich direkt am Release Day eine Rezension von mir. Wie ihr vielleicht wisst, durfte ich dieses Buch Test lesen und stehe auch hier in der Klappe drin. Also ja, ein Herzensbuch von mir. Ich finde es wirklich, wirklich toll. Ich freue mich auf alle weiteren Bände, vor allem auf Band 2. Ich glaube, Band 2 ist mein Lieblingsband. Und ja, ganz tolles Buch. Kann ich euch empfehlen. Ansonsten, ich werde euch meine ganzen Rezensionen, die ich in diesem Video erwähnt habe, auch natürlich unten verlinken. Ich hoffe, dass ich das tue. Ansonsten, ja, schauen über mein Haupt. Dann ist bei mir eingezogen The Secret Book Club von Lisa K. Adams aus dem KISS Verlag. Ach ja, das Buch fand ich auch unglaublich toll. Ich habe das gemeinsam mit Bunny gelesen und wir waren beide schlichtweg begeistert von dem Buch und fanden es richtig klasse. Ich habe das Buch auch vom Verlag bekommen und ja, ich freue mich. Es wird natürlich noch eine Rezension zu dem Buch geben. Ich habe die auch schon gedreht heute. Ich weiß noch nicht, ob die vor oder nach diesem Video kommen wird, aber schaut da auf jeden Fall vorbei. Eine richtig schöne Buchidee. Es ist auf jeden Fall mal was anderes, was man so noch nicht kennt. Es geht hier nämlich um ein Buchclub, in dem Männer drin sind und die versuchen halt über diesen Buchclub und die Bücher, die sie darin lesen, die Frauen besser zu verstehen und sich ja mehr in sie hineinversetzen zu können und es ist so eine lustige Geschichte, wirklich. Sie hat mir so gut gefallen und ich freue mich auf jeden Fall super doll auf Band 2. So, jetzt kann ich kaum noch reden, aber ist nicht schlimm, wir sind auch schon beim letzten Buch angelangt und zwar geht es um Das Flüstern der Magie von Laura Kneidel. Genau, ich freue mich sehr darauf. Ich meine, sie hat mal gesagt, dass es eigentlich kein Fantasy-Roman ist, sondern eine New-Adult-Geschichte mit Fantasy-Elementen, soweit ich das verstanden habe. Es kann auch sein, dass ich wieder beim falschen Buch bin. Also ich denke, es ist so ein Romantasy-Buch, würde ich es jetzt nennen. Ich habe da bei dieser Vorbestelleraktion mitgemacht und da hat man dann die Karten bekommen. Das sind die Charaktere. Ich kann euch ja mal hier noch kurz einen Klappentext vorlesen. Und zwar geht es um... Ja, es geht in dem Buch um Fallon und Fallon hat halt die Fähigkeit oder das Talent, Magie aufzuspüren, so wie der Rest ihrer Familie und in einem Archiv sammelt sie halt magische Gegenstände und eines Nachts oder eines Tages, ich weiß es nicht, trifft Fallon dann auf Reed, so rum. Fallon ist die Frau, Reed ist der Mann. Ja, mit dem verbindet sie sofort etwas. Ich denke mal, sie fühlt sich auch sofort zu ihm hingezogen. Nur das Problem ist, dass der eigentlich keine guten Absichten hat und sie bestiehlt. Und ja, die Bewohner geraten dann in große Gefahr. Es klingt sehr gut, ich möchte es unbedingt bald lesen. Ich habe noch nicht so viele Meinungen gehört, aber ja. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch darüber, dass meine Neuzugänge noch kommen, auch wenn sie ein bisschen spät da sind, aber sie sind da immerhin. Meine Videos werden bald auch wieder regelmäßiger werden, da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin gerade so ein bisschen im privaten Stress, Prüfungsstress.
Und da schaffe ich es halt nicht immer pünktlich. Auch meine Neuerscheinungen, die ich immer so gerne für euch gedreht habe, die ihr auch immer sehr gerne geguckt habt, die werden bald auch wieder kommen. Also ja, ich freue mich sehr darauf. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob im Mai bei euch auch so viele Bücher eingezogen sind wie bei mir. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!